Hallo, liebe Space Kadettinnen und Raumcowboys. Heute sprechen wir über Distros. Aber worum geht's dabei überhaupt? Wer schon einmal Kontakt mit Linux hatte, hat wahrscheinlich als erstes dieses Logo gesehen. Dabei handelt es sich um die Distribution Ubuntu. In der Mitte seht ihr diesen komischen Vogel, den schauen wir uns gleich noch ganz genau an. Entstanden ist das Ganze allerdings ganz anders. Da gab es einmal im Jahr 1991 den Entwickler Linus Torvalds. Der hat sich die Mühe gemacht, ein vollständig freies Betriebssystem zu entwickeln und es gratis ins Internet zu stellen. Nach kurzer Zeit haben sich viele andere aktive Entwickler gefunden und haben gemeinsam das freie Betriebssystem Linux aufgebaut. Allerdings ist es damit nicht getan, denn Linux braucht als Basis ganz viele weitere Programme, die sogenannten GNU-Tools. Dieser Herr im Hintergrund heißt Richard Stallman. Er ist einer der Entwickler der GNU-Tools und deswegen sagt man heute auch ganz häufig GNU-Linux, denn es ist viel mehr. Es ist nicht nur Linux, sondern es sind auch die GNU-Tools. Bei Linux selbst handelt es sich nämlich nur um den Kernel, das Kernstück einer jeden Linux-Distribution. Doch was ist denn jetzt eine Distribution? Eine Distribution ist eine Sammlung, die diesen Kernel, die GNU-Tools und viele weitere freie Softwareprogramme miteinander vereint. Dazu kommen dann unterschiedliche Designs, unterschiedliche Paketmanager, Auslieferungsformate und so weiter. Wer da noch den Überblick behalten will, schaut am besten mal auf die Webseite distrowatch.com. Dort findet ihr eine tolle Übersicht über alle aktiv entwickelten Distributionen.